Also ich hätte vorzustellen, dass man einen Rasierer, einen Haarrasierer erfindet, der gleichzeitig die Haare mit aufsaugt. Man könnte Federungen unter großen Plätzen anbringen und darunter auch noch Stromturbinen. Dadurch, dass die große Last der vielen Leute auf dem Platz lastet, können Turbinen angetrieben werden und dadurch Strom gewonnen werden. Ich denke mal, dass in der Zukunft das Handy nur noch aus einem kleinen Knopf im Ohr besteht. Dass die Autos alle Satelliten gesteuert werden. Und damit dann halt kein Stau mehr entsteht und dann die Leute mal so lange warten müssen und ja. Also ich würde es toll finden, wenn man ein Fahrrad erfinden würde, was mit Sonnenenergie fährt. Also das hat richtig auch Solarzellen. Und dass die Schule mehr technische Mobiliarbestände kriegt, damit die Schüler mehr über Technik lernen können. Ich würde dafür plädieren, dass man wesentlich mehr Verkehr über die Schiene laufen lassen würde und beispielsweise auch im Schifffahrtsbereich auf ökologische Antriebe setzt und nicht die ganzen Dreckschleudern auf den Meeren rumfahren lässt. Meine Idee ist, den Dorfbach von Bruchhausen-Vilsen zu stauen und daraus Energie für ein Wohnhaus zu gewinnen, die man dann in Wärmeenergie oder in Elektroenergie umwandeln könnte. Meine Idee ist, dass vielleicht alle Autos mit Batterie betrieben werden. Dafür, dass Batterien abgeschafft werden und stattdessen sollen Akkus angeschafft werden, die man mit einer Solarzelle aufladen kann. Unsere Idee zum Umweltschutz ist, dass alle Stadtteile einen gemeinsamen Wettbewerb haben, in dem jeder Stadtteil eben für den saubersten Stadtteil wirbt. Und bei diesem Wettbewerb kann es so gemacht werden, dass der Stadtteil, der am saubersten ist, dann auch gegebenenfalls Preise, wie zum Beispiel noch einen neuen Spielplatz oder irgendwie sowas in der Art, bekommt. Also ich finde, es sollte einen autofreien Sonntag geben, weil da könnte man auch so auf der Straße gehen und so, und da verbraucht man auch nicht jeden Tag so viel Benzin. Also ich finde, wenn es so viele Ideen gibt, Autos mit erneuerbaren Energien fahren zu lassen, dann sollte man das Gleiche auch mit Flugzeugen machen. Meine Idee ist eine Uhr, die den Puls misst und dann mit dem Handy in Verbindung steht. Bei einer kritischen Situation könnte die einen Notruf an den Krankenwagen senden. Ich bin Anna. Und ich bin Jan. Und wir sind die Botschafter der Ideenexpo. Wollt euch alle herzlich einladen, am 6. Oktober zu kommen. Bis dahin also. Wir werden euch sehen.